sehr geehrte Damen und Herren, verstehen Sie mich hinten? Ja. Ich möchte Sie zur heutigen Buchpräsentation herzlich begrüßen, aber es ist nicht nur einfach eine Buchpräsentation, es ist auch eine, möchte ich sagen, Einschau in ein Lebenswerk von Gisela Gutmann. Aber nicht das ganze Leben von Gisela Gutmann, sondern das Forscherleben. Und das ist aufregend und spannend. Darüber hinaus gibt es einen Kommentar, immer wieder in diesem Buch von Gerhard Benedker über die Geschichte der Psychologie in Österreich, aber auch in Deutschland und in den USA und auch ein bisschen in Russland. Und dieses Buch ist total spannend. Ich habe es gestern begonnen und konnte es erst heute Nachmittag aus der Hand geben. So spannend war es. Das ist wirklich ein Verstehen einer Epoche, einer Psychologie-Epoche, das sich hier in diesem Buch zeigt. Und ich freue mich, dass auch einige Mitstreiterinnen und Mitstreiter von Professor Gutmann hier sind, Frau Professor Rollett, aber auch Kollege Weber, Korunka, die auch im Buch vorkommen übrigens. Was spannend ist, oder eine der Spannungselemente, ist die verschiedenen Gesichter von Gisela Gutmann. Also denken Sie jetzt nicht an Jekyll und Hyde, sondern vom Schauspieler, vom Musikanten bis hin zum harten naturwissenschaftlichen Forscher bis hin zur Erforschung und Praxis der angewandten Psychologie reicht ein breites Forscherspektrum. Und was nicht vorkommt im Buch oder für mein Gefühl nicht ausreichend gewürdigt, wenn ich das sagen darf, ist die Rolle, die du am Psychologischen Institut gespielt hast, und die Rolle, die du hier an der SFU gespielt hast, nämlich als ein Förderer, als ein Ermöglicher nicht nur von wissenschaftlichen Karrieren, sondern auch von praktischen Psychologen. Und das in einer Weise, dass sich heute nicht 20 Personen hier versammelt haben, sondern etwa 100. Das ist außergewöhnlich und das zeigt auch die Bedeutung von dir als Lehrer. In diesem Sinne freue ich mich schon auf die Ausführungen und habe dir ein kleines Buch mitgebracht in Erinnerung an deinen Lehrer Hubert Rohracher, eine kleine Charakterkunde. Vielleicht wirst du es brauchen können, vielleicht auch nicht. Danke. Ich bin dankbar und froh, hört man mich? Ja, nee, ja. Ich bin dankbar und froh, dass Professor Benedker die Idee hatte, ich werde Naturforscher bei Fakultas, vormals Wiener Universitätsverlag, kurz WOV, zu veröffentlichen. Die frische Farbe und Form, außen wie im Buch, verdanken wir dem Buchgestalter Martin Tiefenthaler. Aber das war freilich nur möglich durch die so bewundernswerte Offenheit und Unterstützung auch im Herstellungsprozess
Prozess von Professor Gutmann. Also er war offen allen neuen Frischen gegenüber, wie wir hier sehen. Ich danke dem Gastgeber für diesen großzügigen Rahmen, in dem wir dieses Buch heute herzeigen dürfen. Ganz, ganz hinten am Ende gibt es auch noch mehr davon. Aber dieses Buch ist ja nicht nur ein Objekt. Dieses Buch handelt von einem Gespräch, von einem lebendigen Gespräch über mehr als 50 Jahre psychologische Forschung in Wien. Wiedergegeben im Originalton, das ist etwas Besonderes, also kaum lektoriert, was in dem Fall ein Vorteil ist. In dem Fall ein Vorteil ist, wie der Herr Rektor sagt. Und kundig kommentiert, was auch ein Vorteil ist. Jetzt bin ich etwas verlegen, weil ich erst vor einer Minute von einer Programmänderung erfahren habe. Ich dachte, wir haben heute das Glück, dass dieses Gespräch fortgesetzt wird. Aber ich habe erfahren, es wird dieses Gespräch der beiden Herren, Professor Gutmann und Professor Benedka, nicht fortgesetzt, sondern es kommt zu Rede und Gegenrede. Es wird wohl eine Laudatio geben, vermute ich. Hoffentlich. Und dann eine Widerrede oder hoffentlich eine zufriedene Dankesrede. Niemand weiß es, wir werden es erleben. Es ist also ein Gespräch mit Abstand. Also ich bedanke mich nochmals und darf Professor Gutmann wünschen, das darf ich, einmal in meinem Leben möchte ich das wünschen, ad multos annos. Frau Kruse, den ersten Satz, den ich vorbereitet habe, habe ich eigentlich von Ihnen bekommen. Und der lautet: Wie soll man ein Buch, das aus Gesprächen besteht, präsentieren? In einem Gespräch über diese Gespräche sicher nicht. Das ist der Grund, warum ich so einen kleinen Text vorbereitet habe, der, ja, schauen wir mal. Eine Laudatio, doch. Also jetzt vom Beginn weg. Sehr geehrter Herr Rektor, das verlangt die Etikette, sehr geehrter Rektor, liebe Frau Kruse, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, lieber Gieselherr. Also, wie soll man ein Buch, das aus Gesprächen besteht, präsentieren? In einem Gespräch über diese Gespräche sicher nicht. Aber wie dann? Im Geleitwort habe ich geschrieben, dass die vielen Studierenden, die in Wien in den letzten Jahrzehnten Psychologie studiert haben, immer nur diesen einen bestimmten Aspekt von Gutmanns Wirken kennengelernt hätten, nämlich seine Tätigkeit als Universitätslehrer. Die vielen anderen Facetten seines Professoren- und Forscherlebens aber seien dem Großteil seiner Hörerinnen und Hörer doch weitgehend fremd geblieben. Erstaunlich ist, wie an Facetten reich ein solches Forscherleben sein kann. Das ist es auch, was das Besondere dieses Buches ausmacht: die Breite, die ganze Fülle dieses Lebenswerks. Über Breite und Fülle lässt sich schlecht referieren. Statt des Ganzen des Buches würde man in der Kürze der Zeit bloß sein Inhaltsverzeichnis präsentieren. Also will ich einen anderen Zugang wählen. Der Untertitel des Buches suggeriert, dass ich in Gutmanns Biografie 60 Jahre Geschichte der Psychologie spiegel. Bloß Geschichte der Psychologie, nicht auch ein Stück Geschichte des akademischen Lehrens, des akademischen Lebens. Das ist es letztlich, was die vielen, vielen, buchstäblich zigtausenden Studierenden, die im Laufe der Zeit bei Gutmann Vorlesungen gehört haben, auch miteinander teilen. Die Erfahrung, an einer Universität Psychologie studiert zu haben. Und weil für die, die heute studieren, diese Erfahrung eine andere, wirklich eine grundlegend andere ist, als für die, die in den 60er, 70er, dann ab den 80er Jahren studiert haben,
so ist das vielleicht ein passender Zugang zur Präsentation dieses Buches, diesen Wandel zu thematisieren und damit den Sachverhalt, dass in all dem Wandel sich eines als beharrend behauptet hat, die Person eines mitreißenden Lehrers. Tatsächlich, es hat an den Universitäten einmal eine Zeit gegeben, in der Professoren und Professorinnen es irgendwie ernst gemeint haben, wenn sie ihre Studierenden mit Herr oder Frau, Herr Kollege oder Frau Kollegin titulierten. Ernst gemacht haben sie damit beim Rigorosum, der strengen Abschlussprüfung, der man sich nach der Approbation der Dissertation unterziehen musste. Der Herr oder die Frau Kollegin, durch den Antritt zur Prüfung hat er oder sie den Anspruch gestellt, vom Fach, das heißt eben ein Kollege oder eine Kollegin zu sein, und diesen Anspruch galt es nun bei der Prüfung einzulösen. Undenkbar der Satz, das hat nicht in meiner Prüfungsliteratur gestanden. Alles musste man wissen und manchmal auch mehr als das. Aus deinen Erzählungen, lieber Giselher, weiß ich, dass und wie du die Zoologie in deinem Zweitfach gründlich ausstudiert hast, und was nicht im Buch steht, dass du dich darin auch spezialisiert hast. Spezialisiert auf die Libellen. Auf die Libellen, weil die, wie du in der dir eigenen Bescheidenheit gemeint hast, eine recht übersichtliche Ordnung unter der Klasse der Insekten darstellen würden. Dem Internet entnehme ich, dass in etwa 6000 Unterarten bekannt sind. Wenn auch in Mitteleuropa weniger als 80. Studieren, das ist zu deiner Zeit eine Art Lebensform gewesen. Man hat gelebt für seine, das Wort im eigentlichen Sinn, Studien. Was man dafür gebraucht hat, hat man sich aus den Vorlesungen und Seminaren geholt. Ich weiß, dass du alle möglichen Vorlesungen auch kolloquiert hast. Das Kolloquium, die Prüfung, machte man freiwillig. Sie war nicht verpflichtend vorgeschrieben. Der Lernende selbst war für den Fortschritt seiner Studien verantwortlich, nicht der Professor. Dazu gehört, dass du als junger Student dich auch schon gründlich kundig gemacht hast auf anderen, auf Nachbargebieten. Man muss sich das vorstellen, ein Student im dritten Semester seines Studiums der Psychologie wird mit dem Aufbau eines testpsychologischen Labors am Steinhof betraut. Schließlich wird ihm im Rahmen der Anstaltspsychiatrie auch gleich die gesamte Eingangsdiagnostik übertragen. Und weiter. In das Rohrach-Institut bist du als wissenschaftliche Hilfskraft 1959 4 Jahre vor deinem Studienabschluss eingetreten. 2 Jahre später, immer noch 2 Jahre vor deiner Promotion, die Übersiedelung zu Walter Thomann nach Erlangen als nicht promovierter Universitätsassistent, nicht nur mit der Verpflichtung, Übungen abzuhalten, sondern gleich auch selbstständig Vorlesungen. Ins kalte Wasser, wie soll man sagen, gestoßen oder mehr gesprungen. Was man dabei lernt, das lernt man fürs Leben. Wie sehr sich die Bedingungen seither geändert haben. Es gibt heute Studienordnungen, Studienpläne, die Semester für Semester den zumeist einzig möglichen Weg, der durchs Studium zum Abschluss führt, vorschreiben und reglementieren. Prüfung reiht sich an Prüfung. Am Ende hat man vieles gehört, allerlei Einführungen, kaum aber Ausführungen. Natürlich, es wäre ein Fehler, die Vergangenheit kritiklos zu idealisieren. Auch an der alten Universitätsverfassung war vieles eben nicht in Ordnung. Die Autorität der Ordinarien, sie war nicht nur eine fachliche, sondern auch eine faktisch-institutionelle, bei aller Freiheit und Selbstbestimmtheit der eigenen Studien. Was möglich oder eben nicht möglich war, das zu entscheiden, oblag der Willkür derer, die Lehrkanzeln innehatten. Und, auch das sollte man nicht vergessen, ein Hort der Emanzipation und des gesellschaftlichen Fortschritts, das ist die alte Ordinarienuniversität nie gewesen. Völlig zu Recht daher dieses unter den Talaren Muff von 1000 Jahren. Die 1000 Jahre, die sind eine Anspielung auf das 1000-jährige Reich und auf den Umstand, dass bis weit in die 60er Jahre hinein die Verstrickungen der Universitäten mit dem NS-Regime nicht thematisiert worden sind.
Das Universitätsorganisationsgesetz von 1975 hat Abhilfe geschaffen, es brachte eine Öffnung und das vor allem eine durchgehende Demokratisierung der universitären Strukturen. Nur nebenbei erwähne ich, dass mit dem neuen Gesetz auch die Auflösung der großen philosophischen Fakultät verbunden war. Du bist der Letzte, der Auflösungsdekan gewesen und unmittelbar danach der erste Dekan der Grund- und Integrativwissenschaftlichen Fakultät, in der in Wien die Psychologie eingeordnet wurde. Die Bedingungen, so habe ich gesagt, haben sich im Laufe der Jahrzehnte geändert. Als ich in Wien zu studieren begonnen habe, 1980, ganz zu Beginn der neuen Diplomprüfungsordnung, waren in der Liebiggasse etwa 2000 Studierende für Psychologie eingeschrieben. Ich erinnere mich an junge Assistenten, die bei der Aufsicht über Prüfungen noch versucht haben, sich die Namen der Prüflinge zu merken. Schon damals ist das wohl nichts anderes als eine Art unbewusste organisatorische Reminiszenz an eine längst vergangene Zeit gewesen. Heute, mittlerweile sind es 6000 Studierende, macht das niemand mehr. Dazu das Training der Schule. Gut ist der, der allerlei lernt und das in möglichst kurzer Zeit angeeignete, möglichst fehlerfrei zu reproduzieren versteht. Für die Entwicklung von Neugier, für die Entwicklung von fachlichen Interessen, für die Entwicklung eines persönlichen Bezugs zu den Inhalten fehlt es an Zeit, an Muße. Schon als ich studiert habe, ist das so gewesen. Neugier, das war etwas, das man aus der Schule nicht einfach mitgebracht hat. Das war selbst etwas Neues, Unbekanntes, das zu Beginn des Studiums irgendwie geweckt und dann gelernt werden musste, geweckt und angeleitet, eben in der akademischen Lehre. Zu Recht sind deine Großvorlesungen, lieber Gisler, deine Vorlesungen zur allgemeinen Psychologie und zur Neuropsychologie legendär geworden. Kein Ablesen von Folien. PowerPoint-Präsentationen sind zum Glück erst später erfunden worden, aber es hat Overhead-Folien gegeben und daher bisweilen auch damals schon dieselbe Fadesse wie heute, dass man mitlesen kann, was der Vortragende gerade vorträgt. Bei dir also keine Folien, auch keine Overhead-Folien, nicht einmal ein Manuskript hast du vorbereitet, immer hast du frei gesprochen, druckreif. Und dabei stets am neuesten Stand deiner Wissenschaft, jedes Jahr ein neuer Zyklus. Und jedes Jahr aufs Neue ein intellektuelles Vergnügen. Peter Wittuch hat einmal davon berichtet, dass er als junger Assistent im Audimax deine Diapositive schieben musste. Ich glaube, so hat man gesagt, schieben musste. Und dass ihm einmal beim Einstecken die Box aus der Hand gefallen war. Die am Boden verstreuten Dias konnte er nicht mehr richtig rein. Die ganze Ordnung für den Vortrag war zerstört. Und das mitten in deiner Vorlesung. Bitte das nächste Bild, die Augen dann immer nach oben. Bitte das nächste Bild. Und dann kam eines, jedenfalls eines, das an dieser Stelle nicht passte. Niemand hat etwas gemerkt. Souverän hast du deinen Vortrag an die zufällige Darbietung der Dias angepasst. Nachdem du Rohracher während eines Forschungsfreijahres in der Hauptvorlesung vertreten hast, soll er nach seiner Rückkehr gesagt haben, Herr Guttmann, nach Ihnen kann keiner mehr lesen. Glücklicherweise hast du mir das erst erzählt, nachdem ich deine Vorlesungen übernommen habe. Sicher nicht alle deiner Hörer und Hörerinnen, 800 zumeist, im vollbesetzten Audimax, haben immer konzentriert zugehört. Und nicht alle haben immer alles verstanden. Ich erinnere mich an deine Ausflüge in fraktale Geometrie, Chaostheorie, das Programm zur Demonstration des Verhulst-Prozesses besitze ich immer noch. Was ich nie verstanden habe, sind die reflexartig negativen Assoziationen, die mit dem Ausdruck Massenvorlesung verbunden sind. Nicht die Anzahl der Hörer und Hörerinnen entscheidet darüber, ob eine Vorlesung gut ist und für die Studierenden wirksam wird. Eine Vorlesung halten ist eine Kunst. Die Kunst, sein Publikum durch eine Erzählung zu fesseln. Die fachliche und rhetorische Kompetenz des Redners, wenn nicht unmittelbar, so entfaltet sie bei vielen auch noch mit einiger Latenz ihre Wirkung.
im Nachhinein wenigstens beginnt man zu registrieren, dass einem mit den vielen Fakten vor allem eines vermittelt worden ist. Die Freude am Denken und Wissen und daran, andere an dieser Freude teilhaben zu lassen. Vielleicht zuletzt noch dazu, was man heute in schönster Antrags- und Rechtfertigungsprosa eine forschungsgeleitete Lehre nennt. Natürlich war deine Lehre immer forschungsgeleitet, angeleitet vor allem durch die eigene Forschung. Schade nur, dass den Novizen im Fache zumeist noch die Mittel fehlen, das Neue und Innovative dieser Forschung zu erkennen. In unseren Gesprächen habe ich dich auf ein hübsches Zitat von Julian Barnes aufmerksam gemacht. Man bringt zwei Dinge zusammen, die vorher nicht zusammengebracht wurden, und die Welt hat sich verändert. Im Eigentlichen ist das eine gute Definition von Innovation. Die zwei Dinge, die du in Wien zueinander gebracht hast, sind zunächst das EEG und formalwissenschaftliche Methoden. Neu war also die Anwendung von Mathematik auf die Auswertung des EEGs. Zum Beispiel die individuelle Vorzugsfrequenz. Das ist jetzt wie im Stil einer Vorlesung. Das einer Fourier-Analyse unterzogene Hirnstrombild ergibt erstens, dass nicht alle Frequenzbänder gleich stark besetzt sind und zweitens, dass es im Hinblick auf die Häufigkeit des Auftretens einer bestimmten Frequenz große individuelle Unterschiede gibt. Aus der informationstheoretischen Beschreibung der Folgen von Intensitätsschwankungen zeigt sich, dass innerhalb dieser Vorzugsfrequenz sich von Person zu Person wieder Unterschiede in Bezug auf die Vorhersagbarkeit der Spannungsänderungen finden lassen. Es ist so, als ob die informationstheoretischen Kennwerte eine persönlichkeitstypische Funktionseigenheit widerspiegeln würden, die wiederum mit anderen differenzialpsychologischen Merkmalen in Beziehung gesetzt werden können. Das war tatsächlich ein völlig neuer Ansatz zu einer biologisch fundierten Persönlichkeitspsychologie. Dann natürlich die ereigniskorrelierten Potenziale. Die Audiometrie, die Möglichkeit, schon bei Säuglingen objektive Gehörprüfungen durchzuführen. Und in diesem Zusammenhang jener Befund aus 1968, den du, was für ein unverzeihlicher Fehler, der Wissenschaftlichen Akademie in Bratislava zur Veröffentlichung anvertraut hast. Bietet man eine längere Reihe von immer gleichen Tönen, so werden bisweilen einzelne davon etwas leiser, andere hingegen etwas lauter empfunden. Du konntest zeigen, dass die akustisch evozierten Potenziale in dieser Situation stets dem subjektiven Erleben folgen und nicht den objektiven Reizgegebenheiten. Heute denkt man natürlich gleich an Maturanas neurobiologischen Konstruktivismus. Um wie viel besser passt deine Untersuchung zu diesen erkenntnistheoretischen Wendungen, besser eigentlich als all die empirischen Belege, die Maturana und seine Mitarbeiter zeitgleich mit deiner Untersuchung selbst vorgelegt haben. Du erlaubst, dass ich die kritische Anmerkung hier wiederhole: Was für ein Fehler, wenn man die eigene philosophische Bildung, als wäre sie ein Hobby wie das Bergsteigen und das Segeln, von der Forschung im Labor fernhält. Dann die DC-Potenziale, das Brain Trigger Design, eine Versuchsanordnung, die es ermöglicht, die Vorgabe von Lernmaterial für die Aufzeichnung der Hirnaktivität über die Aufzeichnung der Hirnaktivität zu steuern. All das Entwicklungen, die nur im Team, in der Kooperation mit Mitarbeitern möglich waren. Was dabei aber immer deine ureigenste Sache, dein ureigenstes Anliegen gewesen ist, ist dieses stete Bemühen, den Ertrag der Grundlagenforschung, der experimentellen Arbeit im Labor, in Projekte zur Lösung ganz konkreter, praktischer Fragen zu transferieren. Es ist wirklich bemerkenswert, wie aus dem Brain Trigger Design das LUS, das Lernen unter Selbstkontrolle, abgeleitet und in der Praxis, zum Beispiel in Liechtenstein, in einer eigenen Versuchsschule empirisch erprobt wurde. Dasselbe gilt übrigens auch in Bezug auf die Ergopsychometrie und ihre Anwendungen im Sport und auf militärpsychologische Fragestellungen. Über all das hast du brühwarm sozusagen in deinen Vorlesungen gesprochen. Unser Buch mag dazu beitragen, dass die vielen, die diese Dinge zwar gehört, aber in ihren Wert für die Wissenschaft noch nicht erfassen konnten,
im Nachhinein gedruckt bestätigt bekommen, was sie vermutlich ohnehin immer schon geahnt haben, dass du nicht nur ein großartiger Lehrer, sondern auch ein großer Forscher bist. Zum Schluss, wirklich ganz zum Schluss noch zu dem, was so nicht im Buche steht. Das Beste, was man über einen Wissenschaftler und akademischen Lehrer sagen kann, ist, dass er durch sein Wirken anderen etwas ermöglicht hat. Was diese Universität dir verdankt, darüber ist schon gesprochen worden, sie wäre nicht so, wie sie ist, vielleicht würde es sie gar nicht geben. Was meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dir verdanken, spürst du Tag für Tag, wenn du in den fünften Stock kommst. Es ist eine Freude, hier zu arbeiten. Dieser freundliche Umgang miteinander in dieser Hinsicht und nur in dieser Hinsicht hat man das Gefühl, dass das gar keine richtige Universität ist. Dass ich als Außenseiter in diesem Fach ohne dein Zutrauen, ohne deine Förderung nicht hätte realisieren können, weißt du natürlich, dass letztlich du es warst, der den Aufbau dieses wunderbaren neuen Instituts für Psychologie ermöglicht hat, habe ich dir oft und oft gesagt. Für mich persönlich entscheidend aber ist, was für ein großes Glück es ist, dich als Freund zu haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Magnificenz, meine Lieben, lieber Gerhard, ich fange mit dem Wichtigsten an. Man hat mir große Freude bereitet. Große Freude schon mit dem Impuls, diese Wanderung durch mehr als ein halbes Jahrhundert anzugehen. Er geht darauf zurück, dass ich ja mehr als zwei Jahrzehnte mit Gerhard Hand in Hand durch verschiedene Universitätsszenarien gewandert bin. Und da sind immer wieder so Episoden aufgetaucht, die ich erzählt habe, und er sagt, hey, das ist interessant, aber da bist du wirklich nur mehr der Einzige, der das weiß. Ich habe mir manchmal gedacht, ist vielleicht auch gar nicht schlecht, aber viele waren es wohl wert, aufgezeichnet zu werden, und so ist diese Idee entstanden. Eine Idee, der wir uns ohne Hass genähert haben und zu guter Letzt diesen schönen Rundgang durch mehr als ein halbes Jahrhundert vorlegen können. Mit Freuden, weil er eigentlich eine Darstellung unserer Kernidee ist. Einer Kernidee, die in dieser Klarheit kaum wo zu finden ist. Wenn man die Gegenwart verstehen will oder gar einen vorsichtigen Blick in die Zukunft werfen möchte, dann muss man in die Vergangenheit schauen. Nur die Paradigmengeschichte zeigt uns, wo wir stehen und wie es weitergehen könnte. Daher meine ich, dass abgesehen von allem Episodischen dieser Blick zurück uns ein wenig nachdenklich stimmen wird, wo wir im Moment stehen und wie es vermutlich zumindest die nächste Zeit weitergehen wird. Es war eine Zeit, die Gerhard angesprochen hat, die, wenn man sie jetzt schildert, wohl nicht ein halbes Jahrhundert zurückzuliegen scheint. Man würde meinen, wir sprechen hier von einer Zeit, wo nebenan noch Paracelsus unterrichtet hat. So weit weg ist das von unserer gegenwärtigen Situation. Als ich zu studieren begann, 1955, da waren gerade noch einige zaghafte Empfehlungen, welche Lehrveranstaltungen man günstigerweise anhören sollte. Zwei Jahre davor hat es überhaupt
keinen Hinweis gegeben. Man hat sich sein Studium natürlich unter Anleitung des Doktorvaters, Dr. Mütter hat es damals kaum noch gegeben, selbst ein wenig organisiert, aber es war eine völlige Freiheit der Gestaltung. Und diese Freiheit habe ich auch weidlich ausgenutzt und man könnte sagen, jeweils ein Zeitlang studiert, was gerade für mich wichtig und für die nächsten Schritte meiner Arbeit notwendig war. Und man konnte und war angehalten dazu, auch weit voneinander entfernte Gebiete zu überbrücken und zusammenzuholen. Den Begriff Nachbarwissenschaft hat es eigentlich im wörtlichen Sinn gar nicht gegeben. Als ich nach Erlangen ging, als Universitätsassistent und im Fach Psychologie zu unterrichten, hat mich zugegeben, weit mehr das Nachbarinstitut der Physiologie interessiert, von dem ich auch sehr viel Wissen dann nach Wien importieren konnte. Aber in diesem Nachbarinstitut habe ich 2 bis 3 Mal pro Woche im EEG-Labor die Patienten mit Elektroden versehen, die Aufzeichnungen durchgeführt und gelernt, ein klinisches EEG zu interpretieren. Das war wahrhaftig keine Nachbarwissenschaft, sondern Lichtjahre entfernt vom Kerngebiet. Aber ich habe es integriert in den vielleicht interessantesten Ansatz meiner damaligen Arbeit. Mir ist aufgefallen, dass meine medizinischen Kollegen beim Betrachten dieser Ausschreibungen, ist noch ein Tintenstrahlgerät gewesen, das da die EEG-Wellen konserviert hat, die haben das dann so nachdenklich angeschaut und gesagt, ah, das ist ein bisschen spitz oder das ist ein bisschen langsam, hat mich veranlasst zu dem von Ihnen nicht sehr geschätzten Begriff. Ich habe gesagt, es ist so eine Art Hirngraphologie, wo man so nachdenklich interpretiert, und hat mich auf die Idee gebracht, mathematische Methoden einzusetzen, all das zu objektivieren, zu standardisieren. So hat sich gezeigt, was ich immer wieder in allen Gebieten feststellen konnte. Das wirkliche Neuland liegt im Niemandsland zwischen etablierten Gebieten. Dort hinein muss man sich getrauen und dort hinein müssen auch Türen offenstehen, die man beschreiten kann. Gemeinsam mit dieser Offenheit ein Studium zu gestalten, war auch eine völlig andere Einstellung gegenüber Prüfungen. Wie Gerhard zu Recht gesagt hat, vorgeschrieben, verpflichtend war praktisch überhaupt nicht. Man könnte zum Rigorosum schreiten, nahezu ohne ein Kolloquienzeugnis. Aber siehe da, fast alle dieser sehr kleinen Gruppe, der ich angehört habe, haben ununterbrochen alles kolloquiert. Man hat die Prüfung nicht als ein Ich werde geprüft verstanden, sondern ich selber lasse mich prüfen, um zu bestätigen, was ich erworben habe und wo noch Korrekturbedarf besteht. Undenkbar zu sagen, das steht nicht in meiner Literatur. Undenkbar auch, dass man sich überhaupt auf Literatur gestützt hat. Mein Zoologielehrer Marinelli war ein großer Bewunderer Goethes, was für einen Morphologen sehr geziemlich ist. Ich glaube, mancher Erstsemestrige hat sich eine Weile gedacht, er hat sich in eine Germanistikvorlesung verirrt, wenn er die Morphologie Marinellis gehört hat. Aber von ihm, das ist mir bei deinen Ausführungen eingefallen, weiß ich, dass ein Kollege, der vor ihm zum Rigorosum gekommen ist, mir erzählt hat, er hat zur Entspannung die Prüfung begonnen mit der Feststellung, ich frage Sie jetzt nicht, was ich gelehrt habe, denn das wissen Sie alles. Ich frage Sie auch nicht, was ich nicht gelehrt habe, was aber in guten Büchern steht, denn die haben Sie ja alle gelesen. Wir reden jetzt darüber,
was nicht einmal in guten Büchern steht. Und so ungefähr ist es auch wirklich weitergegangen. Das war weit weg eigentlich von der Strategie, der wir schon lange anhangen, Wissensinhalte, Bausteine von Informationen abzufragen. Ja, nicht einmal in einer Gegenrede zu verlangen, sondern sich zu begnügen, sie in einem Multiple Choice, wie dieses Ungetüm heißt, anzukreuzen. Aus dem Dialog eines Prüfungsgesprächs ist die Kreuzelschreiberei der Multiple Choice Prüfung geworden. Das alles gibt nachzudenken und darin sehe ich einen besonderen Wert dieses Rückblicks über ein halbes Jahrhundert. Ich glaube, man könnte, und das ist, was wir hier, soweit es geht, versuchen, trotz des Kanons, der selbstverständlich einzuhalten ist, so viel als möglich an Wahlfreiheit hinzuzufügen, die Prüfung, soweit es geht, in einen Diskurs, einen Dialog, das Abfassen von Essays zu verwandeln und zu einer lebendigen Auseinandersetzung mit den Wissensinhalten zu führen. Und so, glaube ich, könnte vielleicht auch die Ermunterung zwischen den Zeilen herauszulesen sein. Vorwärts, vorwärts, ein Stückerl zurück zu den schönen Anfängen.